Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Die Evil Within. Ja, das letzte Mal haben wir ja einen Doktor getroffen, da in diesem Dorf, in diesem Bewaffneten, da müssen wir ja noch rauskommen aus dem Dorf, du. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir machen einfach mal weiter. So, wir gucken mal, wie es weitergeht hier. Schauen wir mal. Ach so, auf die Fallen können wir ausschießen. Aha. Hä? Da waren wir doch schon. Da oben war der Kontrollpunkt, ne? Ach, ich blöde, das gibt's da jetzt nicht. Oh, jetzt müssen wir das nochmal machen. Ich dachte, da waren wir, weil der Kontrollpunkt ja schon dort war. Unter dem Haus oben. Da oben waren wir doch. Aber da schießt ja zumindest keiner mehr. Wir wollten ja mal gucken, was da oben eigentlich drin ist, ne? Laute Geräusche. Gegner werden durch laute Geräusche an. So. Wo ist hier ein Gegner? Sehr gehen. Oh, da unten schon wieder eine Falle. Oh Gott. Was liegt dort herum? Nee, laufen. Ah, Muni. Muni brauchen wir immer. Auf Munitionieren anbrennen. Man weiß, was hier sonst ist. Hä? Was machen wir jetzt? Hier? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach so, hier können wir uns im Fenster rausgucken. Ah. Aha. Ah ja, seht ihr, man lernt nie aus. Oh Gott, ich wäre hier noch zum Profi, bestimmt. So, haben wir hier hinten noch was, was wir gebrauchen können? Was sind da? Oh, was haben wir denn hier? Neuer Gegenstand, du! Zielen, schießen, R2, L2. Eine Qualen, Armbrust, du! Spanngeschwindigkeit, Reichweite, Nachladezeit. Eigenschaften, neuer Gegenstand erhalten. Mensch, Eigenschaften, Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an den Wänden unserer Gegner platziert werden. Aha. Na, oh Gott, jetzt haben wir noch mehr Waffen. Du. Ob das besser ist für mich, können wir die jetzt hier... R1, um ausgewählte Bolzen herzustellen. Aha. Bolzen herstellen. Jetzt haben wir Bolzen hergestellt. Aha, benötigte Teile. Achso, Bolzen wechseln. Was ist Bolzen wechseln? Achso, wenn wir dann mehr Auswahl haben. So, nie, die wollte ich ja jetzt mal auf die Schnellzugriff festlegen. Haben wir ja gemacht jetzt. Hoffentlich bleibt das wieder nie wie mit der Waffe, wo es dann weg war. Wollen wir die jetzt mal ausrüsten? Das war echt auch schlecht, hä?
Nimm mir mal die Fackel. Wir nehmen jetzt erstmal die Fackel und gucken mal. Wir müssen erstmal gucken. Ich muss ja immer ein bisschen gucken. Jetzt wisst ihr ja, ich habe da keine Ahnung hier, wie man. So. Oh, was? Oh, da haben wir. Oh, guck dir mal, was wir hier haben. Was haben wir hier, du? Harpunenbolzen, die mächtige Harpune für die Qual. Ah, da kann man das auch noch. Aha. Aha. So, wer sieht uns jetzt schon wieder? Oh, das ist eine Falle. Was machen wir denn jetzt? Kommen wir da runter oder kommen wir nicht da runter? Gehen wir die Treppe runter oder gehen wir nicht runter? Oder ist das gar keine Falle? Was passiert, wenn wir hier mal dran ziehen? Oh Gott, da haben wir aber Schwein gehabt, du. Da haben wir aber Schwein gehabt. Da passiert noch mal was. Das ist ja... gemein ist das. Was haben wir hier? Das ist doch wieder eine Kiste. Kann man hier was rein? Ja? Was haben wir denn jetzt gefunden? Gewehr, sagen wir, heute ist unser Glückstag, du, unser Glückstag. Neue Waffen, du, Schrotflinte, Schadenmultiplikator, meine Fresse. Oh. So, die müssen wir jetzt hier unten hin tun. Oh Gott, jetzt haben wir so viele Waffen, du, das wird ja also. So, wie lädt er die jetzt noch? Oder schießt er jetzt einfach? Ach! Ich dachte da. Wie war denn hier nachladen eigentlich? So, nimm mal die Fackel wieder, vorsichtshalber. So, warte mal, gibt's noch was? Hat er was fallen lassen? Hat er einen fallen lassen? Blindenmunition hat er fallen lassen. Ach so, jetzt nehmen wir das Schrotgewehr. Ne, da müssen wir. Oh Gott, mit den vielen Waffen, die, das wird da was werden hier. Welche Waffen wir wohl nehmen müssen? Na was, nu, jetzt muss ich wieder. Ach, jetzt muss ich wieder das Karo drücken. Als Leiter, aha. Oh, kriegt man den? Hey, wollen wir mal eine Zielübung machen hier? Sag mal, treffen wir nie? Hä? Hm. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt haben wir getroffen. Also mit der Pistole haben wir getroffen, mit dem Gewehr haben wir nicht getroffen, du. Hä? Ich verstehe das nicht. Will ich denn jetzt die Waffe ausrüsten? Was will ich? Jetzt muss ich das. Aha. Aha. Jetzt habe ich keine Waffe. Ist mir klar. Aber wie denn immer mit dem Nachladen, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. So was verstehe ich noch nicht ganz. So, was auch hier steht, was ist denn hier? Kann man das übersetzen? Hier ist Watching, Bim.
Achso, er beobachtet uns, wir können nicht weg. Ah ja. Oh, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Hinweise. Oh, Clipper, Mensch, den hätten wir glatt übersehen, du. Um Gottes Willen, weil wir wollen ja, was brauchen wir fürs Leben? Haben wir. Oh Gott, jetzt gehen wir hier mal durch die Türe, du. Jetzt sind wir wieder draußen. Ich weiß auch immer noch nicht, wo die Türe war. Kann man hier irgendwas machen? Ups! Erste Zimmer ja schon mal am Tor. Mal gucken. Halt! Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Oh Gott, jetzt brauchen wir eine Kettensäge. Ich dachte, hier gibt es eine Kurbel. Gibt es hier keine Kurbel? Wir müssen jetzt das Tor. Eine Kettensäge. Was ist jetzt hier? Oh Mann. Waren wir denn schon in alle Häuser drin hier? Nee, ne? Wer sieht uns denn jetzt wieder? Wir ducken mal. Vielleicht sollten wir doch mal eine Waffe nehmen. Wo sieht uns hier einer? Ich sehe keinen. Naja, das merken wir ja. Oh, was haben wir hier? Oh, oh, halt, ganz schlecht, du. Aha, hier passiert nicht. Das ist, das denken wir wahrscheinlich bloß wir. Ah, hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Nee, andersrum, ich will die blöde Birne. Das sage mal jetzt. Immer noch nie. Mann. Zum Glück haben wir es auf leicht gestellt und er wartet ein bisschen. Oh, wer sieht uns jetzt noch? Wer? Oh, oh, ach du Liebe. Munition alle? Hä? Was denn jetzt? Oh, nee, das gibt's doch gar nicht. Wo muss man jetzt wieder anfangen? Oh. Doch nicht sind die Waffen alles wieder weg. Nee, die Waffen haben wir wenigstens. Unseren Clipper? Keine Ahnung. Hä? Ich sehe ihn da gar nicht. Wo ist denn der nun schon wieder? Wo ist denn hier einer? Ich sehe nichts. Alle. Hm.
Oh, Leute, was ist denn das nun schon wieder hier? Oh, das nervt schon wieder. Mensch! Mensch, ey! L1 halten, schwinden, verbraucht Ausdauer. Ja, ist klar. So. Wo soll ich denn hinrennen? Nee! Ja, das sieht uns, aber wo? Werden wir bestimmt gleich wieder feststellen. Oh! Was macht denn der? Warum schießt denn der nie hier, Menschenskinder? Wir haben doch hier Munition. Oh, das ist doch schon wieder nervig, ist das doch schon wieder. Warum nimmt denn der das scheiß Gewehr nie? Ach, das gibt's doch gar nicht, sage mal. Verstehe ich jetzt nicht. Drück hier drauf, wie ihr Held, und es passiert nicht. Vielleicht steht die PS4 falsch. Das kapiere ich jetzt nicht, das ist mir zu hoch. Oh. Kommen wir hier irgendwo hin? Ich habe zwar noch keine Ahnung, wo es hingeht, aber wir klettern erst. Oh, jetzt haben wir hier Teile. Klipper. Eine Kettensäge brauchen wir noch. Wo finden wir denn eine Kettensäge? Menschenskinder. Da laufen überall rum. Das ist schlecht. Wir haben keine Muni und wir haben... Scheiße. Sagt man, ist die Bildung im Arsch. Können wir hier noch weiter hoch? Nee, weiter hoch können wir nicht. Oh, was steht denn hier noch?
Blendbolzen. Sprengkopf für die Quallenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können einem Schleichangriff. Aha. Naja, wir haben ja einen Haufen Muni, aber eben. Ach so, geht's so und so geht's. Ah. So, was machen wir jetzt? Wo waren wir eigentlich hier noch nie in der Hütte? Ja, in der Hütte? Weiß ich gar nicht, waren wir hier schon? Nee, haben wir noch nicht. Kriegt man das mal mit dem Schleichangriff hin? Ich glaube nicht. Ich hab doch gerade die Waffe gewechselt, Mensch! Hä? Wer sieht uns jetzt noch? Hä? Wo sind wir hier? Oh, dort ist schon wieder eine Falle. Kettensäge, ah, der ist schon wieder. Wir müssen die Scheune, der hat eine Kettensäge. Oh, so ein Mist wieder. Ach Leute, jetzt wissen wir ja zumindest, dass wer eine Kettensäge hat, nicht? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Scheune war, verdammt nochmal. Ja. Ach so, das war die Sprengfalle, wo der drinnen sitzt. So kriegt man sie wahrscheinlich nie. Jetzt geht's wieder los, meine Lieben. Nu geht's wieder los. Jetzt haben wir einen Haufen neue Waffen und wissen eigentlich. So, wie wird das jetzt mit Bolzen ausrüsten? Das wollen sie Sprengbolzen? Sprengbolzen. Aber wie ich mich kenne, treffen wir jetzt wieder nicht. Den Halzen kommt nie weg, oder was ist denn das jetzt? Jetzt geht die Zielübung wieder los, die.
Kann man den jetzt schon verschießen und der trifft den nicht? Müssen wir wirklich erst näher ran? Hä? Ach, dort oben der Nehmensch! Was hilft mir Sinn? Hey, was war denn das jetzt wieder? Ach nee, Leute, wir brechen mal ab an der Stelle wieder, weil das wird wieder nichts. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon ganz deutlich. Sehe es schon. Weil ich habe ein Zielproblem, habe ich. Wie kriegt man den jetzt da weg? Vielleicht müssen wir die dem vor die Füße hauen, die Sprengfalle. Und wegrennen. Ich habe keine Ahnung. Vor die Füße schmeißen? Nee, Schluss, wir hören auf. Für die Füße, der steht immer noch. Das geht doch gar nicht. Wir kriegen mir die dämliche Kettensäge. Da fällt mir vielleicht bis zum nächsten Mal was ein, weil jetzt wird das nichts. Das merke ich schon. Das wird einfach nichts hier. Ja, meine Lieben, es ist nicht so einfach, wieder aus dem Dorf hinauszukommen. Ich glaube, wir brauchen hunderte von Folgen hier. So. Naja. Oh, naja, wenigstens haben wir mal neue Waffen heute gekriegt, nicht? Ein paar neue Waffen, mit denen wir ohne umgehen können, wo ich immer noch keine Idee habe, wie wir den Heini da erledigen. Vielleicht muss ich doch wieder gucken gehen, so mal als kleinen Tipp, ob ich es dann hinkriege, sonst ist immer die zweite Frage, nicht? Naja, meine Lieben, war wieder Aufregung pur. Ich hoffe, es hat wieder euch gefallen, nicht? Vergesst die Däumchen nach oben nicht, nicht nur Kommentare, ja? Das würde mich freuen, Kommentare natürlich auch, ja. Ein oder anderen neuen Abonnenten, und wenn ihr nie verpassen wollt, wie man den Kettensägenmann dann nun endlich tot kriegen, dann macht die Glocke an, damit ihr das nächste Video nie verpasst. Meine Lieben, da danke ich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.